موفقتو موفقتو Was bei Tage gestohlen weit wurde, von uns entfernt, wächst er uns doch so nah. Unsere Augen waren einst geblendet. Doch nun, unsere Hände waren einst untätig. Ich entnehme eurem Gesichtsausdruck, dass ihr noch nie einen Schlickschreiter gesehen habt, richtig? Das ist Stäubchen. Ich habe sie persönlich aufgezogen, seit sie eine Larve war. Kommt mir wie eine Ewigkeit vor. Sie ist jetzt schon lange nicht mehr reisefähig. Ich habe versucht, sie freizulassen, aber sie will unbedingt hierbleiben. Wir schlagen uns durch, indem wir Handel mit den Einheimischen treiben. Ich bleibe hier. Und sorge dafür, dass sie in Frieden sterben kann. Das bin ich ihr schuldig. Ab und zu schaffen es Einheimische heraus, obwohl sie für gewöhnlich nur einen Blick auf Stäubchen werfen wollen. Es gibt kaum noch Schlickschreiter. Was möchtet ihr wissen? Nach dem Ausbruch des Vulkans wurden die meisten getötet. Ich habe Stäubchen in einer kleinen Höhle in Wadenfell gefunden. Schlickschreiter-Kokons sind ziemlich hart. Hauptsächlich für den Transport von Waren und Personen. In Morrowind waren sie ziemlich verbreitet. Aber das ist schon lang her. Der Rückenschild eines Schlickschreiters ist so widerstandsfähig, dass er jedes Wetter aushält. Selbst die legendären Sandstürme der Molag-Amur-Region in Wardenfell haben angeblich kaum eine Macke hinterlassen. Natürlich ist das jetzt alles Asche. In Ordnung. Passt auf euch auf.
Fuß runter! Ugh!
Ja. Könnt ihr vielleicht anderswo damit rumfuchteln? Haltet Abstand.
Fuß, runter! Ugh!